diesem Video wird gezeigt, wie ein bootbarer USB-Stick für eine Windows 10 Installation mit dem Media Creation Tool von Microsoft erstellt wird. In einem anderen Video habe ich bereits gezeigt, wie ihr einen Stick für eine andere Betriebssysteminstallation erstellt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als erstes müsst ihr das Microsoft Media Creation Tool downloaden. Also einfach in die Google-Suche Media Creation Tool eingeben. Und der erste Sucheintrag ist bei mir direkt von Microsoft. Den wähle ich hier auch aus. Den Link findet ihr ansonsten auch unten in der Videobeschreibung. Auf der Microsoft-Seite angekommen, klicken wir bloß noch auf Tool jetzt herunterladen. Wählen den Speicherort aus. Ich speichere das mal auf dem Desktop ab. Sobald der Download abgeschlossen ist, könnt ihr euren USB-Stick mit dem PC verbinden. Achtet darauf, dass der USB-Stick mindestens 8 GB groß ist und denkt daran, dass bei diesem Vorgang alle Dateien auf diesem USB-Stick gelöscht werden. So, die automatische Wiedergabe kann geschlossen werden. Jetzt startet ihr das Media Creation Tool. Die Lizenzbedingungen müssen wir akzeptieren, sonst kommen wir hier gar nicht erst weiter. In diesem Schritt klickt ihr auf Installationsmedien für einen anderen PC erstellen. Und im folgenden Fenster könnt ihr nun die Sprache und die passende Version für euer System auswählen. In den meisten Fällen könnt ihr aber die empfohlenen Einstellungen verwenden, die sollten eigentlich auf euren PC zutreffen. Also einfach auf Weiter. In diesem Fenster könnt ihr nun euer Medium auswählen. Wir wählen hier den USB-Stick. Genauso gut könnt ihr aber auch direkt die ISO-Datei herunterladen, falls ihr diese auf eine DVD brennen wollt oder mit einem anderen Programm auf dem USB-Stick machen wollt. Aber wie gesagt, wir wählen jetzt hier direkt den USB-Speicherstick aus und klicken auf Weiter. Jetzt wählt ihr euren gewünschten USB-Stick aus, in dem Fall ist es der hier bei mir, und klicken auf Weiter. Und der Prozess beginnt. Das wird eine Weile dauern, also könnt ihr erstmal eine Kaffeepause einlegen oder euch mit eurer Frau oder Freundin beschäftigen. Nach der heißen Kaffeepause sollte es nun möglich sein, dass ihr direkt mit der Windows 10 Installation beginnen könnt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im nächsten Video. Link dazu in der Beschreibung.